Herr Dr. Kolberg, wir sind hier in San Antonio 2013, dem großen Brustkrebskongress. Heute wurden Daten, eine Meta-Analyse, also viele Studien wurden zusammen untersucht, vorgestellt. Und da ging es um die kleinen HER2-neupositiven Tumore, wo man ja oft nicht genau weiß, wie man therapieren soll. Mhm. Was ist dabei rausgekommen? In der Meta-Analyse, die Kira O'Sullivan heute vorgestellt hat, ich komme gerade von dem Vortrag, war es so, dass eigentlich sollten 6 Studien zusammen ausgewertet werden. Leider hat eine Studiengruppe keine Daten zur Verfügung gestellt, sodass es dann 5 waren. Aber es waren immerhin viele tausend Patienten, die ausgewertet werden konnten. Und die Herceptin-Therapie, die also mit der, über den an den HER2-Neu-Oberflächen-Eigenschaft angreift, ist im Wesentlichen über ein Jahr durchgeführt worden, bei einer kleinen Gruppe über 9 Wochen und in einer Studie auch noch über 2 Jahre. Aber im Wesentlichen sind die Patienten ein Jahr behandelt worden. Und angeschaut hat man sich insbesondere die Patienten, von denen man manchmal glaubt, die brauchen eigentlich gar keine Chemotherapie, nämlich die Patienten, die eine hormonempfindliche Erkrankung haben, zum Beispiel Tumoren unter 2 cm Größe. Dann war es natürlich auch so, dass bei manchen Patienten die Lymphknoten befallen gewesen sind. Man hat sich aber eigentlich die Gruppe herausgenommen der Patienten, die eine günstige Prognose haben. Und da hat sich gezeigt, ohne dass jetzt da ein Vergleich durchgeführt worden wäre. Man hat sich halt den Arm angeschaut, wo Trastuzumab, also Herceptin, gegeben wurde, dass diese Patienten eine exzellente Prognose haben, wenn sie Herceptin erhalten. Das geht hin zu einem 5-Jahres-rezidivfreien Überleben von 97%, was für diese Erkrankung, von der wir eigentlich glauben, HER2-positiv, sie ist erheblich bösartiger als andere, natürlich eine exzellente Prognose ist. Und deswegen hat die Studiengruppe auch gefolgert, dass diese Patienten eine so gute Prognose haben, dass man sich überlegen sollte, dass man sie in der Zukunft aus der Testung weiterer Substanzen herausnehmen sollte, weil man sich eigentlich kaum vorstellen kann, dass man die Prognose noch weiter verbessern kann. Einen kleinen Einschub haben sie noch gemacht, und zwar haben sie auch noch eine andere Studie mit ihrer Meta-Analyse verglichen. In der Meta-Analyse sind die Patienten im Wesentlichen nach der Chemotherapie mit Trastuzumab behandelt worden. In dem ganz kurz am Schluss noch gebrachten Vergleich mit einer Studie, in der das Medikament gleichzeitig mit der Chemotherapie gegeben wurde, hat sich gezeigt, dass dadurch die Prognose noch besser ist. Sodass wir eigentlich jetzt wissen, dass für die Patienten, denen wir eigentlich immer sagen müssen, die Prognose ist etwas schlechter, weil sie jetzt nur positiv sind, dass wir denen bei bestimmten Kriterien, Tumoren unter 2 cm und hormonrezeptorpositive Erkrankungen, sagen können, dass mit einer durchgeführten Trastuzumab-Therapie ihre Prognose absolut exzellent ist. Nun ist ja in der Situation Trastuzumab in Deutschland nur zugelassen in Kombination mit einer Chemotherapie. Was macht man jetzt mit den Patientinnen, wo man glaubt, sie brauchen gar keine Chemotherapie? Die Daten, die wir jetzt haben, lassen sich nur interpretieren auf dem Boden der Betrachtung, dass sie eine Chemotherapie und Herceptin bekommen haben. Und es gilt als Paradigma, dass der größte Anteil, fast alle Patienten, die eine HER2-positive Erkrankung haben, eigentlich, um diese Prognoseverbesserung zu erreichen, eben auch eine Chemotherapie brauchen. Und da muss man sich so ein bisschen angucken. Wir schauen ja inzwischen auf die Biologie des Tumors. Und natürlich ist die günstige Hormonrezeptorausstattung für uns ein guter Prognoseparameter. Auch der kleine Tumor ist, auch wenn er nicht mehr so eine große Rolle spielt heutzutage, auch immer noch ein günstiger Prognoseparameter. Da schlägt aber natürlich dann das HER2-neu rein, das wiederum die Prognose ungünstiger macht. Und da also eine rationale, diesen Patienten keine Chemotherapie zu geben, wenn sie HER2-positiv sind, die lässt sich aus dieser Studie nicht folgern, und das würde auch in Deutschland in der Regel immer noch außerhalb der Leitlinie sein. Nun scheint es ja so zu sein, dass HER2-positive Patientinnen besser von einer anthrazyklinhaltigen Chemotherapie profitieren. Mhm. Ist das in diesen Studien, die da gemeinsam untersucht wurden oder bewertet wurden, überall der Fall gewesen? Das ist im Wesentlichen der Fall gewesen. Die eine Studie, die nicht mit ausgewertet werden konnte, weil eben die Autoren sie nicht zur Verfügung gestellt haben, die hätte einen Arm gehabt, der anthrazyklinfrei gewesen wäre. Das war die BZ006-Studie, in der Carboplatin und Docetaxel eingesetzt worden ist in Kombination mit dem Herceptin. In anderen Studien sind im Wesentlichen anthrazyklinhaltige, zum Teil nur 3 Zyklen, aber doch anthrazyklinhaltige Chemotherapien eingesetzt worden. Was würden Sie denn jetzt machen, wenn eine Patientin, sagen wir mal, wirklich einen sehr kleinen Tumor hat, also vielleicht unter 0,5 cm? Bei Patienten unter 5 mm, da haben wir riesengroße Schwierigkeiten. Es ist so, es gibt dazu eine Empfehlung unserer Organgruppe Mama aus der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, dass diese Patienten eigentlich keiner Chemotherapie bedürfen und auch eigentlich keiner Herceptintherapie.
eine hundertprozentige wissenschaftliche Begründung dafür im Sinne von klinischen Daten gibt es eigentlich nicht. Aber die Erfahrungen, die wir alle damit gemacht haben, sprechen eigentlich dafür, dass es wahrscheinlich erlaubt ist, dieser Gruppe eben diese Therapie nicht zu geben. Wobei wir tatsächlich das sehr streng handhaben und Patienten, bei denen der Tumor sonografisch 6 bis 7 mm aussieht, in der Neoadjuvanz es auch geben würden. Und wenn wir es histologisch gesichert haben, dann sowieso. Das heißt, diese 5 mm sind nicht zu 100% wissenschaftlich belegt, aber sie sind trotzdem eine gute Richtgröße, um doch einer kleinen Gruppe der HER2-positiven Patienten wahrscheinlich eben die Chemotherapie zu ersparen. Aber das wird natürlich sicher mit der Patientin auch gut diskutiert werden oder erklärt werden müssen, weil ja viele doch heutzutage ins Internet gehen oder weiterlesen und einfach erfahren, dass HER2-positiv bedeutet, besonders aggressiv. Ja, diese Diskussion mit diesen ganz kleinen Tumoren bei den Patienten, die sind natürlich immer sehr intensiv, weil wir eben da sagen müssen, natürlich ist es so, es gibt Studien, die haben einfach nur geguckt, Tumor unter 1 cm Größe, ohne das näher zu verifizieren. Auch in dieser Studie, jetzt ist es zwar unterteilt worden, aber die Auswertung ist eigentlich nur für die Gesamtgruppe gemacht worden, sodass wir ganz am Ende nicht ganz genau wissen, was wir mit diesen kleinen Tumoren anfangen sollen. Das ist eine ganz kleine Gruppe, weil man sagen muss, da die HER2-positiven Karzinome ja auch sehr aggressiv sind, ist die Gruppe derer, die so mit ganz kleinen Tumoren bei uns ankommen, natürlich relativ klein. Das ist im Wesentlichen, diesen Patienten eine Chemotherapie und Herceptin zu geben, ist nach unserer Leitlinie eine individuelle Entscheidung, die auch nicht komplett von der Leitlinie gedeckt ist. Aber Daten, die man dazu heranziehen könnte, das zu machen, hat man durchaus. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.